Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gangland-Box von Manuelsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gangland von Manuelsen, der Nachfolger von Kill 'Em All. Wir haben hier eine komplett schwarze Box und man sieht es hier nur im Licht, Gangland Manuelsen. Das ist die einzige Aufschrift hier, ansonsten ist die Vorderseite komplett glatt schwarz. Unterseite ebenfalls, rechte Seite ebenfalls, Oberseite ebenfalls, linke Seite, hier haben wir nochmal, wenn man es sehen kann, jawohl, Gangland Manuelsen, etwas kleiner als auf der Front und auf der Rückseite ebenso glatt schwarz und hier noch die Credits und ein Barcode. Alles klar. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein T-Shirt, eine Bonus-EP, eine Bonus-DVD, das Album Gangland, eine Halskette, Holzkette und ein Poster. Wie immer starten wir mit dem Album. Gangland Manuelsen, hier in weiß-rot. Und hier oben lesen wir noch König im Schatten präsentiert. Also rein so von der Optik, dieses weiß-rot, ihr kennt das vielleicht. Erinnert sehr stark an die Rot-Weißen, an die Hells Angels, bei denen ja Manuelsen viel verkehrt oder mehr oder weniger Mitglied ist. Ob er jetzt Vollmember ist oder Prospect, Hangaround, das ist mir relativ egal. Er ist auf jeden Fall stark in Verbindung mit den Rot-Weißen. Okay, wir haben hier 17 Tracks und wir haben Features von Suna, Mo Phoenix, Kes, Semine, Snagger und Pilat und Michelle Mendes. Meine Lieblingstracks sind, muss ich gerade schauen, also auf jeden Fall Gangland mit Kes, Manta mit Snagger und Pilat, hat mir auch gut gefallen, und ich glaube, das war auch mit Michelle. Ja, Gewartet mit Michelle Mendes. Das sind so meine drei Favoriten gewesen. Und wir haben es hier zu tun mit einem Digipack und sehen hier Manuelsen, der sich hier an seinem Gürtel mehr oder weniger festhält. Also Digipack, hier an der Seite nochmal Gangland und hinten ebenfalls Manuelsen Gangland zu lesen. Okay, wir haben hier Manuelsen auf seiner fetten Harley angelehnt. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier wohl das, jawohl, das Booklet. Okay, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Ein quadratisches Booklet. Wir haben hier alle Tracks aufgelistet mit den Infos. Eine Aufnahme von Manuelsen in Schwarz-Weiß. Gangland Manuelsen, hier nochmal mit Helm auf seiner Maschine unterwegs. Hier nochmal vor seiner Maschine und hier noch die Infos zur Bonus-EP. Alles klar. Auf der Bonus-EP haben wir Features von Kollega und K1. Nicht schlecht. Also gerade auch auf diese zwei Features sehr gespannt. Okay, Booklet zurück. Hier auch wieder alles in dieser Motorrad-Harley-Optik. Dann haben wir Gangland, die Album-CD in Schwarz, gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich stehe generell darauf, wenn es jetzt nicht so Standard-CDs, Silber, sondern wirklich mal Orange, Blau, Schwarz, was auch immer, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier die Instrumentals zu Gangland und diese ebenfalls in dieser schwarzen Optik und hier im Hintergrund nochmal die Maschine quer über die ganze
Länge. Gut, dann haben wir die Bonus-EP, wie immer in einer Papphülle. Und hier eben, wie gesagt, Features von Kollega und K1. 5 Tracks haben wir hier. Targaryen Bars. Es gibt noch einen Track, und zwar hier da, Track 16. Was tot ist, beziehungsweise im Refrain geht es dann, glaube ich, immer Valar Morghulis. Also Manuelsen hat es auch im Vorhinein angekündigt, das Album oder Gangland hat für einen starken Bezug auch zu Game of Thrones. Und er sagt auch, Game of Thrones ist so auf die reale Welt umzulegen. Also so wie es jetzt irgendwelche Gangs gibt, von den Engeln bis hin zu Bandidos oder wie sie alle heißen, so sagt er, gibt es eben auch die Großfamilien und die einzelnen Leute, die halt miteinander Beef haben oder miteinander gut auskommen. Und er sagt, das ist eben 1:1 umzulegen aus Game of Thrones. Und ist eben ein riesen Fan von der Serie und deswegen auch die Widmung hier mit diesen zwei Tracks, Targaryen Bars und Valar Morghulis, beziehungsweise Was tot ist. Bonus-EP sieht so aus, diesmal eine silberne CD, also nicht schwarz. Dann haben wir die Bonus-DVD, ebenfalls in einer Papphülle, selbes Cover wie auch schon die Bonus-EP. Hier muss ich ehrlich halt sagen, finde ich schade. Mich regt das immer auf, wenn das hier aufgedruckt ist und das nicht mit einem Sticker befestigt ist, dass man dies entfernen kann. Verhaut immer das Cover in meinen Augen. Aber ja, damit müssen wir wohl leben. Was haben wir hier? Musikvideos, Interview und live beim Out for Fame. Also noch ein paar Eindrücke von Manuelsen unterwegs. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir die Holzkette. Guck auf die Holzkette. Sie ist immer frisch poliert. Upp. Okay, also, es ist eine Manuelsen Logokette. Ihr kennt das. Das ist das Logo von Manuelsen. Dieses M im Kreis. Und das Ganze ist ja hier mit so. Ist, glaube ich, schon Holz. Also es ist alles in dieser Holzgliederoptik verarbeitet. Kann man sich um den Hals hängen. Ja, mein Geschmack ist jetzt nicht so, ich fange generell nicht viel mit Halsketten an, aber es wird sicher den einen oder anderen da draußen geben, der sich sowas schon länger gewünscht hat und diese gerne tragen wird. Schauen wir uns dann auch noch an mit dem T-Shirt in Kombination. Aber bevor wir zum T-Shirt kommen, schauen wir uns noch einmal das Poster an. Das dürfte echt gewaltig sein. Also rein jetzt so, wie es sich anfühlt, extrem dick. Huiuiui. Ja gut, also es jetzt ohne zu übertreiben, glaube ich, eines der größten, wenn nicht das größte Poster, was ich je in einer Box hatte, ist die Frage. Ich glaube, am besten wird es sein, wenn ich es mal kurz hier auflege und vielleicht mal kurz die Kamera etwas zurücknehme oder anhebe. Also, wir sehen hier das Cover von Gangland, Manuelsen, der hier vor der Wand steht, sich wieder an seinem Gürtel hält. Und hier der Aufdruck Gangland, Manuelsen in dieser rot-weißen Schrift. Also das Poster ist echt riesig. Und bis auf die rot-weiße Schrift wirklich in schwarz-weiß bzw. grau gehalten. Okay. Also das ist echt ein gewaltiges Poster. Ich werde das mal schnell wieder zusammenlegen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Bestandteil der Box. In diesem Fall das T-Shirt. So, auf der Vorderseite
haben wir den Schriftzug Gangland und hier noch im Detail, etwas schwer zu lesen, ist relativ klein, 4,5, also Gangland 45 für den Ruhrpott. Und dann haben wir auch noch den Rücken bedruckt, sehr selten. Komm und küss Knie, do Hand. Also, netter Backprint auf jeden Fall. Damit macht man sich sicher beliebt, wenn man mit diesem Backprint durch die Stadt flaniert. Und ihr seht auch hier wieder, rein vom Design, von der Schriftart, generell von der Farbwahl, es erinnert einfach sehr stark an die Engel. Gut, dann haben wir es zu tun mit einem Gilden Soft Style Größe L made in Nicaragua. Und das Ganze ist aus 100% Baumwolle. Schauen wir uns noch kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Natürlich in Kombination mit der Kette, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier den roten Schriftzug Gangland. Er zieht sich hier quer über die Brust. Hier noch die 4,5. Und die Halskette in Kombination damit. Ich muss ehrlich sagen, es war natürlich Absicht, aber ich hätte es bevorzugt, wenn die Kette hier oben angebohrt worden wäre, also das Logo, weil dann hätte es auch wirklich ausgesehen wie ein M. So wie das jetzt da hängt, ja, sieht aus wie ein zackiges E oder was auch immer man da rein interpretieren möchte. Das T-Shirt an sich finde ich echt gelungen. Es ist halt die Frage mit dem Backprint. Also ich würde ehrlich gesagt nicht mit dem T-Shirt rumlaufen, auf dem auf der Rückseite drauf steht, komm und küss Knie, du Hund. Es ist halt so ein Manuel, so ein Insider. Muss man feiern, den Humor oder nicht, aber mir wäre es zu blöd, mit sowas rumzulaufen, ehrlich gesagt. Und wir fassen noch einmal zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Kombination mit der Holzkette. Das riesige Poster im Hochformat. Die Gangland Bonus DVD, die Bonus EP und das Album inklusive der Instrumentals im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box Gangland von Manuelsen. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.